denke ich. Na gut. Ja, bei mir ist vorne der Druckpunkt komplett weg. Alter, ich bin nur am Rumrutschen, ey. Ich hab gedacht, Mitte meinst du einen anderen? Dann bin ich komplett woanders lang gefahren. Ich bin in den Anlieger rein, dann sehe ich so, du fährst komplett woanders hin. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich da vorne, ich weiß das nie. Weil da gibt es ja 4 Abzweigungen, oder? Ja, viele. Ich hab gedacht, du meinst den anderen, der wo. Wenn du links fährst, dann in der Mitte kommt. Ah, den wollte ich ja eigentlich fahren, aber irgendwie. Ah, gut. Ich warte. Mich hat's auch. Irgendwo da oben war voll staubig, wo ich dann rüber musste zu dir und da hat's mich dann auch wie in einem Sandkasten voll weggeschoben. Mich hat's da irgendwie eine Kurve. Und unterwegs ist die Bremse irgendwie weg. Weggegangen. Ja, der Boden ist voll komisch. Ja, ich hab's auch gedacht. Alles wie ein Sandkasten. Ja. Ja, jetzt weil es zu trocken ist, soll heute ja wieder 30 Grad gehen. Ja. Super. Hast du ja beste Tag rausgesucht. Morgen soll es 20, 23 sein, sowas. Okay. Ja. Muss ja die Kurven fahren und nicht mitten durch. Ich weiß nicht, was meine Vorderbremse. Guck mal, ich kann beide durchdrücken. Super. Ich weiß nicht, manchmal sind sie da dann auf einmal wieder weg. Ich fahre mich gefühlt auf Eis, ey. Ja, ist echt ein bisschen sketchy. Das hätte ich aber auch nicht erwartet, dass es so trocken ist. Also ich habe gedacht, jetzt ist so, ja gut, Boden ist halt trocken, aber dass es jetzt so sandig ist, nicht? Ja, das habe ich jetzt auch nicht gedacht. Muss ich mehr links fahren? Und das war wieder Druckpunkt weg. Das gibt's doch nicht, Alter.
Ja, vorne komplett zu, die bremst nicht mehr. Ja. Jetzt kommt er wieder. Das hatte ich die ganze Zeit eben auf dem Trail. Ich muss jetzt hier auf jeden Fall gucken. Ich bin so eine Scheiße zusammengefahren, weil ich die ganze Zeit keinen Druckpunkt vorne hatte. Ja. Und eigentlich nie langsamer geworden bin. Und dann irgendwann einfach nur noch so und dann die halbe Hand in der Luft hatte. Ja, sollte gehen. Du hast deine Bremsen wahrscheinlich auch links und rechts gleich eingestellt, ne? Ja. Ja, links ist die Hebelweite so weit weg, dann ziehst du und willst so ziehen wie rechts und dann bremst du vorne auf einmal viel zu stark, hinten zu wenig. Und beim Fahren irritiert dich das voll, weil du dann auf einmal den anderen Finger auch noch loslässt und dann gar kein... ganze Fahrgefühl ist dann im Eimer, ey. Aber besser wie gar nicht bremsen können. Bremsen nicht geht, ist immer scheiße. Ja. Ich bin auch schon mal einmal Trail gefahren, bevor die Bremse... komplett scheiße war das. Ich mach's jetzt einen Klick weiter rein. Ich glaube, jetzt könnte es schon wieder besser sein. Absolut kacke. Okay. Mit dem Trail kommt man direkt da unten in den drei Eichen raus. Mir ist egal.
Also Bremse geht an sich. Sollte nicht so. Ja, der ist halt eher so wie der. Ja. Nee, lass schon Rock'n'Roll. Ja. Du musst ja schon wieder die Lines finden. Ja. Weil die fahre ich jetzt so. Ich bin die auch ewig nicht gefahren. Bestimmt schon ein halbes Jahr nicht gefahren. Also bei mir noch länger. Du fährst hier rechts. Ich bin die rechts noch nie gefahren. Die Frage ist, wollen wir auch rechts fahren oder fahren wir links? Bist du die hier immer rechts gefahren oder was? Okay, weil ich bin die immer links gefahren, aber jetzt, wie gesagt, Ewigkeiten nicht mehr. Ja, ich fahre auch mal außen. Ich fühle mich jetzt heute nicht so confident, als ich sage, ich fahre die direkt. Wobei beste Condition ist, aber wegen der Bremse. Siehst du, ich hab's gewusst. Eieiei. Deswegen lieber hier fetzen, als da bei dem Ding. Hier sind ja anscheinend schon einige hängen geblieben. Und meine Bremse hat sich jetzt mal komplett geturnt. Ja, gut. Kriege ich mit der Hand nicht so. Schiebe ich runter oder ich kann es halt mit der Hand jetzt nicht so. Na doch, jetzt kommt so ungefähr die Posi. Jetzt. Ich hab's da oben voll gemault, Alter. Echt? Ja. Wegen der Bremse. Ja, ich weiß nicht warum. Ja, wegen der Bremse wahrscheinlich, würde ich sagen. Ich bin auch hier voll auf die Bremse drauf, die jetzt komplett nach unten gedrückt. Und jetzt habe ich sie zurückgebogen. Nee, nach dem Stein, wo du dann rauskommst, wo du nach rechts fährst, und dann kommen ja nochmal so Steine, wo ich schon viele mit den Pedalen hängen geblieben bin. Genau da hat es mich
Aber auch wegen der Bremse irgendwie. Deswegen bin ich auch links nicht lang gefahren, weil ich gesagt habe, irgendwas. Ich fühle mich jetzt heute nicht so, dass ich das fahren kann, vor allem mit der Bremse. Bin ich froh, dass es mich nur dargelegt hat. Ja, da wo du eben ganz oben gestanden bist, da kann man auch durchfahren, aber schon übel, oder? Es geht, es ist halt. Du musst halt wissen, wo. Steiler, du musst mehr bremsen. Ja. Also musst wirklich langsam durchrollen und am Ende droppst du halt rein. Ja. Und das ist auch nicht so ohne. Ich fahre immer diese. Wenn du da rein droppst und nicht richtig springst, dann ja. Kann es sein, dass es dich halt dann weiter schiebt. Da musst du halt schon langsam rein droppen. Teilweise Anlieger viel zu spät reingefahren. Ja. Du bist hier nicht in den Anlieger rein, sondern spitz rein. Da hat sich zweimal fast rausgehauen. Der Sprung. Du bist in den Steindrop, du. Ja, der Steindrop. Da bist du voll weit mittig gefahren. Dann. Ja, ich bin da, ich weiß nicht, zuerst bei der Landung. Ich bin da fast übers Fahrrad. Nee, habe ich nicht drauf geachtet. Das war kurz vorm Sturz. Aber ich weiß auch nicht warum. Ne? Keine Ahnung. Bremst du vor dem ein bisschen ab, wenn du da runter springst? Ja, leicht. Weil ich glaube, ich war ein bisschen zu schnell. Also ich hab's. Du kannst ihn mit dem Speed nehmen, dann musst du aber hinten ein bisschen mehr aufs Hinterrad geben und links halt in den Anlieger reinhalten. Du bist halt sehr mittig in den Anlieger rein. Ja, weil ich bin so auf dem Fahrrad irgendwie krank. Ja. Und dann habe ich irgendwie. Also ich habe noch. Oh scheiße, ich war kurz vorm Sturz. Ja. Gar nicht auf dem Fahrrad heben können irgendwie. Ja, dann warst du zu schnell wahrscheinlich. Ja. Gut, vielleicht sieht man das auf dem Video. Ja. Also so. Ich bin auf jeden Fall irgendwie ganz komisch gelandet. Also ich habe gedacht, oh, irgendwas stimmt nicht. So. Ja. Also ich weiß, kann ich nicht mal da. Ja, bei mir auch nicht so. Ich glaube, ich sollte mal lieber was. Ja. Vorne wieder fast zu die Bremse. Ich würde keine mehr machen. Hä? Guck mal, meine Bremse, hier wird vorne noch schlimmer und ich habe sie ja schon raus. Ja, ich glaube, ja. War ja genug. Ich habe irgendwie das Gefühl, das stimmt gar nicht heute. Ja. War die Gabel vorher schon so weit durchgeschlagen bei dir? Das ist das, was ich eben auch gesehen habe. Meine hat noch gut Puffer. Irgendwie kommt mir in den Hot. Das kann aber auch von dem Drop gewesen sein, wenn mit dem Drop ja frontlastig war es. War aber vorher schon. Okay. Also deswegen, ich glaube, entweder hat die Luft verloren oder ich weiß nicht. Ja.
Und dann, Alter, ich fahr wie frohe Eier so. Ich eier da runter. Ich weiß nicht, ob das vom Staub ist. Wahrscheinlich. Ja, das kann sehr gut sein. Ich finde, das ist auch ein bisschen rutschig. Mich hat es vorhin auch ein paar Mal weggeschoben. Ich bin jetzt die ganze Zeit letztes Jahr immer gefahren. Du hast halt immer, Gott sei Dank, es hat dauernd geregnet. Ja. Da war es eigentlich voll geil her vom Glück. Aber heute, ey, ich bin nur am Rumrutschen. Okay, mach's gut. Hallo, mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, war schön, war ein lustiger Tag, oder lustige Fahrt, bis auf, dass die Bremsen irgendwie, aber auch die hinteren nicht mehr so gut wollen. Muss ich auf jeden Fall mal entlüften, ich weiß noch nicht, ob ich das die Woche noch mache, beziehungsweise Anfang nächster Woche. Mal schauen, haut da rein!